Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner in Hagen. Wir sind Spezialisten für amerikanische Fahrzeuge. In diesem Video möchte ich nochmal ein altes bzw. unser erstes Video aufgreifen, nämlich zum Thema CARFAX. Was ist CARFAX? Worum geht es? Worauf muss ich achten? Die Sachen möchte ich euch nochmal in Ruhe erklären, weil wir einige Kunden hatten, die mich da explizit darauf angesprochen haben und da nochmal nachgefragt haben, wie funktioniert eine CARFAX-Abfrage, wo kann ich das machen, was kostet es, welche Alternativen gibt es. Deswegen nehme ich euch jetzt mit an meinen Bildschirm und zeige euch genau, wie ein CARFAX funktioniert und was man zu beachten hat. Vorab zur Erklärung, der CARFAX oder diese CARFAX Datenbank ist im Endeffekt eine riesige Archivdatenbank, die seit Mitte der 80er Jahre existiert, in der jedes amerikanische Fahrzeug mit einer 17-stelligen Fahrgestellnummer hinterlegt ist. Das heißt, ihr braucht lediglich die Fahrgestellnummer, um mir gleich bei meiner Recherche am Desktop im Endeffekt folgen zu können. Die Fahrgestellnummer findet ihr entweder im Fahrzeugschein oder in der Frontscheibe des Autos, meistens immer unten links in der Ecke oder bei den amerikanischen Autos im Einstieg. Das heißt, wenn ihr die Fahrertür öffnet, entweder im Einstieg, wo ihr drauf guckt, oder an der Innenseite der Fahrertür. Und alles Weitere zeige ich jetzt am Computer. So, also Thema CARFAX. Was es ist, habe ich schon erklärt. Wie kriegen wir das hin, das für so eine Abfrage machen? Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht unbedingt Geld ausgeben, habt aber zumindest schon mal die Fahrgestellnummer, dann könnt ihr die ganz simpel einfach mal bei Google eingeben. Ich zeige euch das jetzt mal anhand eines, ich nenne es mal Negativbeispiels, was wir bei uns in der Werkstatt hatten. Die Kunden haben ein Auto gekauft, einen Mustang, und hatten nach 3 Monaten ungefähr Probleme mit der Lenkung, mit dem Airbag. Das heißt, die Lenkung hat entweder geknackt oder geschliffen. Die Airbag-Lampe ist permanent angegangen und denen wurde gesagt beim Verkauf, das Auto hatte einen leichten Frontschaden und die Airbags wären nicht ausgelöst. Wir googeln das jetzt einfach mal und ich gebe jetzt ganz einfach mal ohne alles diese Fahrgestellnummer bei Google ein. Dann tauchen direkt Bilder auf. Ihr müsst immer kontrollieren, dass genau diese Fahrgestellnummer auch die richtige ist. Manchmal wird, wenn zu dieser Fahrgestellnummer speziell nichts angezeigt wird bei Google, nimmt Google eine nächstgelegene Fahrgestellnummer, die so ähnlich aufgebaut ist. Aber ich nehme jetzt einfach mal das erste Bild. Da sehe ich, dass die Fahrgestellnummer ist die gleiche wie die, die ich oben eingegeben habe. Das bedeutet, das ist das Auto, das zum Thema leichter Frontschaden. Man kann halt hier ganz klar sehen, dass das Auto einfach kaputt war. Und leicht würde ich jetzt auch nicht sagen. Thema Airbags. Die Kunden haben mir versprochen oder haben mir gesagt, der Verkäufer hätte auf jeden Fall deutlichst gesagt, die Airbags wären nicht ausgelöst und es wäre nur ein kleiner Schaden. Man kann jetzt hier auf diesem Foto wunderbar sehen, dass einmal hier hinten der Airbag im Lenkrad ausgelöst ist und der Airbag in der Wange des Beifahrersitzes. Das heißt, weil das Auto natürlich vorne rechts einen draufgekriegt hat, sind die Airbags völlig ausgelöst und die Achsverwirrung ist auch krumm. Sieht man hier, weil das Rad so schön... wo sieht man es? Weil die Achse jedenfalls krumm ist und das Rad so schön nach hinten steht. Also das hat schon ordentlich gescheppert und ordentlich gerumst. Da bin ich jetzt auf der Seite bitfax.info, da hat Google mich einfach hingeschickt über die Fahrgestellnummer. Das heißt, ich habe nichts bezahlt und habe einfach erstmal nur die Fahrgestellnummer bei Google eingegeben und bin schon mal auf einen Treffer gekommen. Wenn ich jetzt sage, mir reichen diese Sachen nicht und ich möchte was Schriftliches haben oder was Weiteres haben, dann kann ich verschiedene Varianten nehmen oder verschiedene Varianten wählen. Es gibt die bekannteste Version, ist das CARFAX. Das CARFAX ist sehr umfangreich und relativ teuer, aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, CARFAX ist die beste Variante. Es gibt zum Beispiel noch den Autocheck.
Der Autocheck ist etwas günstiger, ist aber weniger umfangreich und wir haben es des Öfteren auch schon gehabt, dass im Autocheck Schäden nicht eingetragen waren, die im CarFax aber eingetragen waren. Deswegen zeige ich euch das mal hier zum Vergleich eben. Ich kam einmal auf www.autocheck.com. Sobald ich da drauf gehe, komme ich auf die normale Seite. Moment, jetzt habe ich die falschen Nummer schon eingegeben. Das ist die normale Standardseite. Dann kann ich hier bei Search by VIN die Fahrgestellnummer eingeben. Check VIN. Dann zeigt er mir schon mal an, dass das ein 2018er Ford Mustang EcoBoost ist. 2,3 Liter als Convertible, also Cabrio. Und ich kann sehen, wenn ich hier draufklicke, kostet ein Single Report 24,99 Dollar, also knapp 25 Dollar. Und ich könnte jetzt theoretisch sagen, get a single report, dann müsste ich Zahldaten hinterlegen und für 25 Dollar diesen Report kaufen. Hier stehen 28 Historical Records, das heißt, dass 28 Einträge in diesem Autocheck hinterlegt sind. Wenn ich jetzt auf CarFax gehe, www.carfax.eu, ähnlicher Aufbau, ich habe hier unten Search by VIN, gleiches Feld, da gebe ich die Fahrgestellnummer ein, gehe auf Search. Und dann zeigt er mir an, dass ich A19 History Records habe, die bei diesem Auto gefunden wurden. Sind im Gegensatz zu 28 weniger. Aber ich kann jetzt hier auswählen zwischen Single Report, das ist eine einzelne Auskunft, ein einzelner CarFax Report, kostet 39,99 Euro, also 40 Euro zu Autocheck 25 Dollar. Also CarFax ist schon mal eine ganze Ecke teurer. Und da ich das jetzt, wir haben einen Händlerzugang bei CarFax, deswegen mache ich das jetzt über mein Portal. Das sieht jetzt etwas anders aus. Da gebe ich die Fahrgestellnummer ein. Dann klicke ich und dann öffnet sich die CarFax-Auskunft. Wir haben hier oben eine dieser Kasten, ist im Endeffekt eine Schnellübersicht. Das bedeutet, Branded Title, die amerikanischen Autos haben keinen Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, wie wir es aus Deutschland kennen, sondern die haben einen Title, das ist das Fahrzeugdokument. Der ist jetzt hier schon als Junk markiert, das ist weiter unten erklärt, was sich genau dahinter verbirgt. Two Previous Owners, das heißt, das Auto hatte zwei Vorbesitzer, drei Service-Einträge und das Auto Types of Owners war einmal Rental und einmal Personal, das bedeutet, das Auto war ein Leihwagen oder Mietwagen und danach im persönlichen Besitz. Hier haben wir die 19 Records, die wir vorher schon bei der Allgemeinübersicht gesehen haben. Und der letzte Meilenstand, das sind Meilen, das sind keine Kilometer. Der letzte abgelesene Meilenstand waren 40.135 Meilen. Hier oben haben wir nochmal zusammengefasst, was das für ein Auto ist. Fahrgestellnummer, dass es ein Convertible, also ein Cabrio ist, 2,3 Liter. Gasolin ist super, also Kraftstoff super. Und Rear-Wheel Drive ist ein Heckantrieb. Dann ist das hier immer sortiert nach Besitzern. Das heißt, Owner One, das war der erste. Das war der Leihwagen oder die Mietwagenfirma von 2018 an. Ein Jahr und einen Monat gehörte das Auto einer Leihwagengesellschaft. Und ist durchschnittlich 28.500 Meilen gefahren. Er ist jetzt insgesamt 32.000 Meilen gefahren. Wenn ich das jetzt durch ein Jahr und einen Monat rechne, errechnet sich der Durchschnitt von 28.500 Meilen. Daher kommt das. Die nächsten 9 Monate lief das Auto auf einen Privatmenschen oder war von einem Privatmenschen gefahren worden. Und das Auto war für Florida ausgeliefert und ist auch weiterhin hier in Florida gefahren. Beim ersten Besitzer sieht man hier überall grüne Häkchen, das heißt, es ist in Ordnung gewesen, mehr oder weniger. Beim zweiten Besitzer sehen wir hier schon Alert, Problem Found, das bedeutet, da sollte man schon aufpassen, wenn schon was rot aufblinkt oder was in roter Schrift hervorgehoben ist, das ist schon nicht so gut. Das bedeutet, wir haben hier erstmal den Hinweis, der ganz wichtig ist, nicht alle Unfälle oder Schäden sind an CarFax reported. Das bedeutet, die Polizei speist in dieses System ein oder in diese Datenbank, die Versicherungen speisen da ein, die Werkstätten.
Speisen da ein. Aber wenn jetzt jemand privat rückwärts aus Versehen gegen eine Mauer fährt und hat hinten was kaputt gemacht am Auto und repariert das eigenständig oder privat irgendwo und meldet das niemandem, dann taucht das auch im Carfax natürlich nicht auf. Das ist immer nur das Thema, jede Datenbank ist nur so gut, wie sie gepflegt wird. Dann haben wir unterschiedliche Unterteilungen, was gemeint ist. Das heißt, wir haben den Total Loss, da ist es genau erklärt, was sich dahinter verbirgt, das ist jetzt in Englisch. Der Total Loss bedeutet, eine Versicherungsgesellschaft oder Leasing- oder Flottengesellschaft erklärt ein Fahrzeug als Totalschaden, wenn der Schaden 75% oder durchschnittlich 75% des Vorschadenwertes übersteigt. Kurzfassung. Structural Damage ist im Endeffekt einfach nur, lese ich mal eben. Das heißt, Structural Damage ist ein Rahmenschaden, ein struktureller Schaden am Fahrzeug. Hier steht jetzt einfach nur, dass theoretisch alle Arten von Schäden, klein, mittel, groß, einen Rahmenschaden verursachen können. Airbag Deployment heißt immer nur, ob ein Airbag ausgelöst ist oder nicht bei diesem Schaden. Es gibt natürlich kleine Schäden, wenn ich jetzt rückwärts gegen eine Wand titsche, weil ich mit 3 km/h rolle, löst in der Regel der Airbag nicht aus. Wenn ich natürlich mit 80 auf eine Leitplanke rase, gehen die Airbags los. Das ist dann hier auch hinterlegt. Odometer-Check ist, ob der Tacho runtergeschraubt wurde, wo ehrlich gesagt wir nie was mit zu tun haben, weil die Amerikaner selten Tachos runterschrauben, haben wir persönlich noch nie erlebt. Ja, Excellent Damage ist ja auch nochmal aufgeführt und ein Recall ist, wenn das Auto einen Recall offen hat. Das heißt, ein Recall ist ein Rückruf. Das ist aber jetzt nichts Schlimmes. Ein Rückruf kann passieren, wird erledigt, dann wird das eingetragen und dann ist das Thema durch. Dann können wir weiter runter scrollen in die Detailed History. Da ist jetzt genau aufgeführt, das Auto ist am, wir lesen ja in Amerika andersrum, das ist der Monat, das ist der Tag und das ist das Jahr. Das heißt, am 4. Januar 2018 ist das Auto ausgeliefert worden und hat da den Titel gekriegt. Titel, wir erinnern uns hier oben, hatten wir den Titel, das Fahrzeugdokument, was es in Amerika gibt. Dann hatten wir den ersten Eintrag, das Auto wurde also am 4. Januar gebaut und ist am 31. Januar 2018 ausgeliefert worden und First Owner reported. Das heißt, es gab da den ersten Besitzer des Autos. Dann ist es gefahren, Vehicle Color Noted is White. Das passt auch zu dem, was wir auf Google gesehen haben. Das Fahrzeug ist immer noch weiß. Und wir haben dann schon am 4. September 2018 den ersten Schaden gehabt. Das ist ein Frontschaden. Damage to Front, das passt auch zu dem, was hier steht. Owner 1 sieht grundsätzlich gut aus, aber hier haben wir Accident Reported. Dann sehen wir, das Auto hat einen Frontschaden. Aber Airbags did not deploy, das heißt, die Airbags sind nicht ausgelöst. War also kein großer Schaden. Es war aber mit einem with another motor vehicle, das heißt mit einem anderen Fahrzeug. Dann wurde das Auto verkauft bei 32.000 Meilen Tachostand im Februar 2019 und zum Kauf angeboten. Jetzt läufst du mir mitten durch mein Bild. Mal da die Kamera stecken. Das ist ja klar. Ich dachte, du wärst am Telefonieren. Nee, was suchst du denn? Dann geht's weiter mit den nächsten Einträgen. Das Auto wurde verkauft im Februar 2019. Service wurde gemacht. Nochmal Service wurde gemacht. Die sind manchmal ein bisschen doppelt, das heißt Service Safety Inspection gemacht, hier wurde er gewaschen. Also diese Carfax-Eintragungen sind manchmal so detailliert, dass da drin steht, dass das Auto gewaschen wurde. Jedem das seine. Dann haben wir hier den zweiten Besitzer, wo er alles, ist alles detailliert aufgeführt, Service gemacht. Und dann hatten wir hier am 19. Dezember 2019 den großen Schaden. Das heißt, wir haben Front or Side Impact mit einem anderen Fahrzeug, das heißt, entweder ist der Schaden frontal gewesen oder von der Seite, jedenfalls ist die Ecke kaputt, deswegen muss da ordentlich ein Rums gewesen sein. Ist hier nochmal genau aufgeführt, Front, Right Front, und hier ist geschrieben, der Schaden übersteigt $1000
Da kann man jetzt von ausgehen, wenn man diese Bilder sieht, dass der Schaden höher ist als 1000 Dollar. Das Vehikel wurde abgeschleppt, Vehikel taut, also abgeschleppt, und der Front-Airbag ist ausgelöst. Dann haben wir hier nochmal genau gezeigt, wie, an welcher Stelle das Fahrzeug kaputt war. Und hier wurde das Auto als Total Loss eingestuft. Das heißt, als Totalschaden von der Versicherung, weil der Schaden, wie wir hier oben gelesen haben, die 75% des quasi Zeitwertes vorher, den er hatte, übersteigt. Deswegen Totalschaden abgeschrieben. Ich weiß auch, dass viele Versicherungen mit diesem Abschreiben als Totalschaden relativ schnell sind. Es gibt aber auch Händler, die reden das immer schön und sagen, ja, die machen dann bei jedem dritten Auto, bei drei Hagelkörnern da drauf ist das Ding Totalschaden. So schnell geht das nicht, aber man könnte sich bei manchen Autos sicherlich darüber streiten, ob das jetzt wirklich ein Totalschaden ist oder ob die Versicherung es einfach nur abgeschrieben hat. Steht nicht in meiner Macht, kann ich nur aus unserer Erfahrung heraus erzählen. Und dann sehen wir hier, im Februar 2020 ist das Auto von Savannah, Georgia exportiert worden und ist nach Litauen importiert worden. Und da endet die Carfax-Historie. Das heißt, Carfax geht so weit, bis das Auto die USA verlässt, geht aufs Schiff, und daran kann man sehen, wo es hingegangen ist. Und wenn ein Carfax so aussieht, würde ich die Finger davon lassen. Und wenn ich vorher diese Fotos gesehen habe, dann erst recht. Ich kann euch jetzt nochmal einen normalen Carfax zeigen, wo kein Schaden drin ist, wie quasi unsere Autos aussehen. Und zwar ist zwar jetzt kein Mustang, ist jetzt ein Dodge Grand Caravan. Und zwar ziehe ich nochmal hier rüber. So sieht es bei uns aus. No accidents. Or damages reported. Das möchte er natürlich hier nicht. Wir haben einen Vorbesitzer, das ist jetzt weder positiv noch negativ, das würde ich jetzt mal neutral betrachten. Das war ein Leihwagen, was aber jetzt auch nichts Schlimmes ist. Aber wichtig ist, wir haben überall grüne Häkchen, das sieht alles gut aus und ist alles sauber. Und was bei uns immer drin steht, dass wir hier unten das Auto von Miami, Florida, nach Bremerhaven, Deutschland transportiert haben. Das heißt, wir haben eine lückenlose Historie vom Kauf in den USA bis zum Transport nach Deutschland. Wir haben das Auto nicht über Litauen exportiert und haben es auch nicht in Litauen zusammenbauen lassen, sondern wir machen es immer so, dass wir es direkt nach Bremerhaven importieren und dann holen wir die Autos da ab und rüsten die bei uns um. Zum Vergleich, jetzt mache ich das mal ein bisschen kleiner oder so. So sieht der Carfax aus. Und der ist einfach etwas ansehnlicher, finde ich. Beim Autocheck ist das gleiche Auto. Wir sehen das hier an der Fahrgestellnummer. Die Fahrgestellnummer endet hier oben auf 097. Und hier endet sie auch auf 097. Hier gibt es im Autocheck nochmal den Autocheck-Score. Ob das jetzt gut oder schlecht das Auto ist, da erlauben die sich so eine Einschätzung einfach. Auch hier das gleiche Prinzip, grüne Häkchen, aber die Unterteilung ist nicht ganz so detailliert. Wir haben auch hier eine detaillierte Historie. Aber Unterschied zum Beispiel hier ist, wir sehen nicht, wann das Auto geserviced wurde, das heißt, wann Service gemacht wurde. Wir sehen auch nicht, wohin das Auto exportiert wurde. Wir sehen nur, dass es auf einer Autoauktion verkauft wurde. Da kaufen wir die Autos auf einer Auktion. Und dann endet im Autocheck die Historie. Das heißt, wir haben im Endeffekt nur einen Stand. Wir haben hier Mileage 5 im Mai 2019 bei Erstauslieferung und bei 46.000 Meilen verkauft. Das ist im Carfax nicht viel, aber minimal detaillierter aufgelistet. Und wir sehen halt hier, es ist nach Deutschland exportiert worden. Wir haben hier unten nochmal Definition und Erklärungen im Carfax, worum es sich genau handelt. Bei den einzelnen Sachen. Ich persönlich finde Carfax umfangreicher, weil, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass wir nur unfallfreie Autos verkaufen, schon öfter die Erfahrung gemacht haben, dass mal eine Stoßstange nachlackiert wurde, was im Carfax eingetragen war, bei Kundenautos zum Beispiel, oder dass ein Schaden war, der im Carfax bei einem Kundenauto stand, was wir in der Werkstatt hatten, und im Autocheck nicht.
Deswegen machen wir immer lieber den CAPEX. Ja, das war meine Anleitung nochmal zum CAPEX. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen greifbarer und ihr wisst im Endeffekt, wie es läuft, wie so ein CAPEX zu lesen ist, worauf man zu achten hat. Deswegen immer der Appell an euch, wenn ihr ein US-Auto kaufen möchtet, macht immer diese CAPEX-Abfrage. Googelt einfach die Fahrgestellnummer, erfragt die beim Verkäufer, der soll euch die geben. Googelt sie, wenn bei Google nichts steht, investiert entweder die $25 für einen Autocheck oder die €40 für einen CAPEX und macht diese Abfrage. Schmeißt lieber €40 aus dem Fenster und kriegt eine negative CAPEX-Abfrage, als wenn ihr 25.000 Euro für ein Auto aus dem Fenster schmeißt, was Schrott war. Deswegen macht das. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne anrufen. Die Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder könnt mir schreiben. Alles kein Problem. Ja, das war jetzt etwas länger. Wir sind schon fast 20 Minuten. Das war sehr lang, aber sehr ausführlich und ich glaube auch notwendig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt gesund. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr möchtet, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo auf unserem Kanal. Da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!